Bevor das eigentliche Projekt startet, möchte ich erwähnen, dass nichts, das ich über eine gewisse Spielfigur, also Miku Inazaki, oder über ein gewisses Spiel, also Project Zero, wirklich ernst gemeint ist. Ich war in dem Moment einfach so stocksauer, weil ich das Projekt abbrechen muss aufgrund eines Spielfehlers, dass ich nicht gemerkt habe, was ich da überhaupt sage. Also bitte nehmt die Beleidigungen nicht so ernst. Es war einfach nur die Wut, aus mir spricht. Da ist nichts Wahres dran, da ist gar nichts ernst gemeint. Hätten wir das geklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem folgenden Let's Play. Ja, man sieht schon hier. Ninja Gaiden 2. Ja, Story, schauen wir mal. Wundert euch nicht, wenn ihr Hintergrundgeräusche habt, das sage ich gleich. Shakrio ist besiegt worden. Genau wie ich dachte. Achso, genau wie ich dachte. Was ist mit dem. Was mit dem. Was mit Ninja? Er ist nichts für uns. Gut. Weiter mit dem Plan. Was werden wir wegen des Ninja-Drachen machen, Sir? Gar nichts. Wir haben keine Verwendung für ihn. Zumindest noch nicht. Folgt dem Plan genau. Nun geht. Nun geh. Ja, Sir. Sire. Die Zeit wird kommen. Ryu Hayabusa. Wenn das Tor Oh zur Gott. Dunkelheit sich öffnet. Irene Lu. Alle Männer werden vor mir niederknien. Robert Tears. Und werden mich anbeten, Eshtar, als den neuen Meister. Das kommt nicht von ungefähr. Ein Jahr nach dem schicksalshaften Kampf mit Jacquio. Ein neues Abenteuer beginnt für Ryu Hayabusa, den Ninja des Drachenschwertes. Ninja Gaiden 2, das schwarze, der Dark Sword of Chaos, das schwarze Schwert des Chaos. Ja, egal, machen wir mal. Oh, das geht schon los ohne. Nein, ich will begrüßen. Hör auf. Nö, nö, nö. So, jetzt. Servus, Leute, willkommen zurück Das ist zu Ninja Gaiden. Ninja Gaiden 2, um genauer zu sein. Ich habe Schmacki und Forst dabei. Hallo zusammen. Hallöchen. Und warum ich gegen Ende jetzt noch so bekloppt gelacht habe, hat einen Grund. Tecmo ist der Grund. Ich habe eben noch versucht, Project Zero aufzunehmen und habe es auch aufgenommen, aber wegen so einem verkackten Spielfehler kann ich es nicht weiterführen und muss es abbrechen. Und deswegen kommt jetzt was zur Abreagierung. Ninja Gaiden 2. Jetzt macht er mir Angst. Ich bin gerade megamäßig stocksauer auf diese kleine Fotze, die sich Miku Inazaki nennt. Aber merkt man vielleicht. Ja, mach mal hier einen auf Hayabusa. Ja. Ist schon eine Zeit lang her, seitdem ich Ninja Gaiden 1 gezockt habe. Okay, was ist das? Okay. Oh, wir können nach oben klettern. Geil, nach unten. Mach hier den Robot. Mal, lass los, du. Was macht Lol. das? Es ist typisch Ryu. Ryu Dance. Ninja Dance hier. Was macht denn der komische Ball, den ich habe? Der schießt nach unten, Mann. Geil. Mann, freu ich mir einen Keks. Ist eigentlich so, als ob eine gewisse andere japanische Sau gerade mir auf den Sack ging. Nehmt das nicht übel, aber ich habe gerade eine mordsmäßige Wut im Bauch wegen Miku. Oder nicht wegen Miku, wegen Project Zero an sich. Der Emulator klappt nicht? Dann kaufe ich mir das Spiel. Mit Videograbber-Aufnahme denke ich mir so, ja, wird schon passen. Nein, was ist Spielfehler? Geht nicht. Geil. Mann, freue ich mich da, nicht wahr? Oh, blinkender Ninja hinter mir, der auch schlagen kann.
Nett. Und wirst du es ohne Save State spielen? Du weißt, mit wem du sprichst, nicht wahr? Natürlich werde ich so ohne Save State spielen. Ab dem ersten. Oh, in Feuerring kann ich separat aktivieren, das ist schön. Ey, ihr seid solche Huren-Ninjas. Einer von ganz wenigen. Ja. Ich der. Ich glaub. Ich glaub. Ja, ich glaub, Steven und Osoma, dass sie sich auch gerade zeigen. Oder so. Alles live in. Ihr Verhanselten. Alles live in der Aufnahme natürlich. Yay. Ihr nehmt auf. Ja, Ninja Gaiden 2 als Beruhigung. Gut, da man uns ja auf deinem Kanal noch nicht kennt, kannst du es ja nochmal vorstellen. Ja, der eine ist Steve86, der andere ist OsomaLP. Zwei ganz, ganz seltene Leute, mit denen ich nicht irgendwie schon 3000 Projekte oder so aufgenommen habe. Ja, bei mir ist aber Steve86 ist ja richtig, aber angezeigt wird dir jetzt Steve's Gaming. Achso, bei mir ist heute noch anders angezeigt worden. Wovon regst du dich ab? Project Zero. Ja, er hat ja einen Terroranschlag veranstaltet, den im Fernsehen berichtet wird. Ja. Ach so, ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, was. Ich kenne mich mit Project Zero nicht aus. Project Zero an sich, der Spieler regt mich nicht auf, aber ein Spielfehler regt mich auf. Wer sind diese Typen? Also, du sagtest, dass du gut bist. Wer ist da? Ich weiß nicht mehr, wie ich die ganzen Typen gesprochen habe. Geh zum Tower von Laia, wenn du das Mädchen befreien willst. Retten willst. Du meinst. Ja, Irene. Keine Zeit zu verlieren, Hayabusa. Beweg dich. Ja, beweg dich. Aber wer bist du? Was zur. Genau, ich dachte schon, der Ninja wäre geschossen. Das wäre es gewesen. Monster. Wer bist du? Was zur? Warum sage ich den Satz so oft? Wo ist er hingegangen? Komm schon, Hayabusa. Beweg deinen Arsch, keine Ahnung, irgendwie sowas. Der Turm von Laia. Auf Deutsch übersetzt hieß das so viel wie. Nur du bist in der Lage, Irene zu retten. Ah, also muss ich beeilen. Ich habe zwei Ninjas jetzt hinter mir. Das war halt auf Deutsch übersetzt gemeint. Übrigens, das Spiel ist blind für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Oh, das war Glück. Für alle, die es noch nicht. Dreh dich um, du! Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ey. Ich hab's nur mal angespielt und das Level hatte ich noch geschafft, glaube ich. Ah! Auf jeden Fall, ich glaube, das war ein Leben, habe ich mich in Project Zero aufgeregt, weil ich in einen Raum rein muss, aber diesen Raum nicht betreten kann aufgrund eines Spielfehlers. Was heißt, dass ich das Projekt abbrechen muss, weil ich es nicht mehr weiterführen kann? Also war die Screen doch nicht fehlerfrei? Nein, leider nicht. Aber was mich aufregt, der Emulator kriegt es nicht zum Laufen, dann Videograbber und so, also sogar das Originalspiel mit der Originalkonsole kriegst du nicht zum Laufen. Ey! Das du kriegst es nicht mit der Originalkonsole zum Laufen, BTF? Ja, ich spiel's ja auf. Boah, du Blöder. Ich hab das Spiel ja in Original. Ich nehm's ja original von der PS2 auf. Greif dich die Orangen Ninja an oder nicht? Nein, das ist so ein. Nein, das sind Gehilfen. Keine Ahnung, Schatten Ninja, irgend sowas. Mhm. Okay, Wind. Auf, danke. Übrigens, Wolf. Ah! Da sagst du Wolf und ich sterbe. Geil. Na! Ah! Das letzte Level war echt groß. Ja, das weiß ich. Lass das sein. Wow! Ey, dieser Japaner, ey. Mit anderen Worten, ich bin jetzt durch. Geil. Du hast es echt geschafft. Geil. Ja, und vor allem hat er sich an einigen Stellen richtig besser angestellt als Speedrunner. Zum Beispiel ist seine Level, wo der englische Let's Player
den Part, die Boots are made for walking genannt hat oder irgendwie sowas, wo du einfach mal 80% des Levels oder mehr geskippt hast mit der Bombe. Da habe ich mich einerseits gewundert und andererseits war ich fast schon enttäuscht. Ey! Weg da! Schriftrolle! Klassische Ninja Gaiden, die Gegner respawnen sofort. Dafür darfst du bei manchen anderen Stellen dich aufregen, wie scheiße ich mit dran stelle. Wie dämlich ich versuche, auf eine Lösung zu kommen, die ich nicht finde. Und... ich raste grad. Ey, dieser verkackte Ninja, was haben die Japaner heute gegen mich? Und nicht zu vergessen... Ja... Ey... Ich zünd eine Hiroshima-Bombe bei euch. Ja... Komm, Wind von hinten! Weh wird mein Rock hoch! Nein! Der Windkack nervt extrem. Ja, und jedenfalls die das sind halt Stellen, wo ich auch mich künstlich scheiße anstelle, weil ich versuche es mir zu vereinfachen. Scheißvogel! Nein. Oder zu kompliziert denke. Ich hab das Bällchen nach unten, scheiße. Ja, geil. Ja, Spinnen! Ich hasse Spinnen. Ja! Ja! Hallo! Na gut, du willst... Nein! Du wirst hier wohl töten müssen, nehme ich an. So, ich habe ja meine geilen, krassen Schatten-Ninjas. Ja. Verdammt! Ja, jetzt haust du ab, du. Feiges Arschloch. Ja, gegen zwei. Ja, ja. Nein! Was für ein faires Spiel. Naja, bis jetzt ist es wesentlich fairer als ein gewisses anderes Spiel mit gewissen anderen Japanern, die mir heute schon den Tag vermiest haben. So wie zum Beispiel der Typ da, der ist auch ein Japaner. Naja gut, eigentlich würde ich nur kurz reingucken. Ich würde jetzt pennen gehen. Ja. Ich wünsche euch eine Nacht, gute Nacht. Alles klar, gute Nacht. Jo, viel, Nacht. Viel Spaß und viel Erfolg. Spaß im Bett allein. Na, ich hab schon wieder diesen Bullshit. Und das heraus. Ja. Vogel! Hau ab, Mörder Bird! So. Du Spastikus! Warum hab ich das minimiert? Das wollte ich doch gar nicht. Ey, dieses Spastelfiech. Ich sehe so, als ob ich heute verrückt bin oder so, ne? Ja. Ich bin heute die Ruhe in Person. Bist doch verrückt. Ich bin die Ruhe in Person. Ich wollte grad sagen. Ich bin die Ruhe in Person. Gibt keinen besseren als mich. Ich will der Allerbeste sein. Ja. Ey. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich hatte heute schon genug Gefalle. Moment. Ja, fall runter in den Tod. Nein, Spinne! Ah, ne, mir ist eine Tarantel in den Nacken gesprungen. Ist ja voll hässlich. Ich kann mir vorstellen, wie du zusammenzuckst, wenn die Tarantel überraschend in deinen Nacken springt. Er ist die Spinne, die ins Genick mir springt. Er ist ja. Darkwing Duck. Hallo! Ja, jetzt kommst du wieder. Hast du dich über Darkwing Duck unterhalten heute? Nein, noch nicht. Warum? Okay, was ist denn? Ich bin gerade drauf gekommen. Mann! Ich bekomme schon wieder eine helle Stimme! Lala! Weil dieser. Dieses Bubi-Gesicht, komm her! Bubi-Gesicht, geil! Du Neptunia-Verächter! So. Ja, geil. Da spricht wieder der Freund der Neptunia-Bubis. Ey. Leck mich, du Kacknase. Guck ihn dir an, wo nimmt er die ganzen Spinnen her? Ist der von Asterix und Obelix? Wind.
Ja, Schönes Spiel. du. Das wird immer besser und besser. Miku Inasaki hat mal wieder zugeschlagen. Miku ist auch schuld an allem. Was ist gerade Ryos unsichtbares Schwert? Ey. Ich habe nämlich gerade gar keins gesehen. Ich sehe auch nichts. Na! Ja, das ist auch klassisch Ninja Gaiden. Ich schiebe alles auf Miku. Pech. Ist eine Japanerin in saugeilen Klamotten, voll mein Typ, aber jetzt hat sie es verkackt. Jetzt ist sie für mich einfach nur eine Bitch, weil sie zu blöd ist, eine Tür zu öffnen. Tut mir zwar leid, Miku, dass ich jetzt so über dich rede, aber ist nun mal so. Hat das Leben dir einen Streich ich glaub gespielt? Nicht, dass sie leid tut. Lass das Teil los! Genau. Scheiße. Warum kannst du durch Wände ballern? Weil es ist dran. Es kann gar nichts, es sind Würstchen. Danke, Wind, dass du so auf meiner Seite stehst. Dass du mich so liebst. So sehr. Was hat mich jetzt getroffen? Achso, ich habe das Geschoss des Viechers nicht gesehen, weil wegen zu viel Sprites. Das ist ja auch mal göttlichst. Oh Mann, wie freue ich mich, dass ich der Freund der Japaner bin, nicht wahr? Ist eigentlich so, als ob eine gewisse andere japanische Person mir heute ordentlich in den Schritt getreten hätte. Ah, hat er gut gemacht. Bleibt die Stimme wenigstens schön oben. Okay. Mach. Weg mit euch. Jo! Das soll überhaupt nicht klappen. Nee. Ach du Scheiße, da hinten ist ja Lebensenergie, glaube ich. Vogel! Da. Eine Flash. Mit dem da kann der auch nichts machen. Wir sind hier nicht bei Dragon Ball, mein lieber Steve. So, gibt's ein bisschen Prügel. Und Big Bang. Was los? Vogel! Kacknase. So. Du hast deinen Lehrmeister gefunden, nicht wahr? Hast alles von der Meisterin Miku gelernt, nicht wahr? Die mit ihrer Kamera die meisten, die geilsten Ninja-Tricks ever einsetzt. Nicht wahr? Da ja. Der eine kämpft mit Schwert, der andere mit Kamera. Kamera gewinnt. Und wenn du bei Steam reinguckst, weißt du ja, was ich gerade mache. Ich guck mal kurz, Moment. Irgendwas Dragon Ball-mäßiges. Ah ja. Ja. Wolf hat recht. Ah! Alleine jetzt weiß ich, obwohl ich den Final Flash ausgesorgt habe. Ja, und Bing Bang for Theory. Ey. Runter da! Schlitz ihn auf! Wieso hat der Gegner jetzt gerade so viel. Geil. Wieso hat der Gegner gerade so viel Leben verloren? Beeilung! Ja, ich krieg eine Spinne ins Genick. Oh, Mann! Yeah! Verreck an deinen eigenen Spinnen, ich schieb sie dir in den Rachen. Du hast versucht, mich zu hintergehen. Wer bist du? Bestimmt Miku. Unter der Maske wetten. Du kommst aus der Welt der Dunkelheit und ich diene dem dunklen Imperat, dem dunklen Herrscher Eshtar. Eshtar, Miku. Das Leben ist das Ende deines Lebens, Drachen-Ninja oder irgend sowas. Miku, die Herrscherin der Dunkelheit. Merkt man vielleicht, dass ich gerade nicht so gut auf sie zu sprechen bin? Imperatorin oder Imperator. Ja, irgendwas Herrscher, Anführer, so. Ich muss Irene finden, bevor es zu spät ist. Genau, so ein ganz unauffälliges Schloss. Irgendwo. Das keiner mitbekommt. Wie auch schon im ersten Teil.
Doch, geil. Epileptische Anfälle hier. Ich glaube, da sehen wir uns für nächstes Mal auf. Das war der erste Part von Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos. Bisher regt mich Project Zero mehr auf, aber das merkt man vielleicht nur so ein kleines bisschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wolf, irgendwann kommen noch die Männer mit den weißen Jacken, dann holen sie dich auch noch ab. Jo. Die waren heute schon da, die wollten mir so eine weiße Jacke verkaufen, ich habe aber dankend abgelehnt. Ich habe schon ein paar davon. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Tschüss. Ciao. Schmacki. Jupp. Danke. Bye bye. Danke.